Hi Leute, heute ist ein schöner Tag, um zu sterben. Das ist, denke ich, ein Spruch, den man einfach jeden Tag sagen können sollte. Weil es einfach so ist. Man sollte jeden Moment sich denken können, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Osho hat mal gesagt eben, das ist das Paradoxe im Leben, sobald du bereit bist zu sterben, erlangst du das ewige Leben. Sobald du bereit bist zu sterben, bist du unsterblich. Sobald du am Tod festhältst, am Leben meine ich, sobald du am Leben festhältst, wirst du sterben. Und in der Bibel steht es ähnlich auch drin. Und ja, die Buddhisten kennen den Spruch auch. Und ja, ich denke wirklich, wenn du jeden Tag so lebst, auskostest, den Moment im Leben drin steckst und nichts bereust, also nicht auch die Chancen nutzt, wo man da was macht, wo andere zögern. Viele bereuen nicht nur die Dinge, die sie getan haben, sondern die Dinge, die sie nicht getan haben. Die Leute auf dem Sterbebett bereuen die Dinge, die sie nicht getan haben. Ja, das muss man sich eigentlich jeden Moment mal wieder bewusst machen. Wenn du jetzt sterben würdest, hättest du vielleicht die Frau da noch angesprochen oder hättest du dich getraut, mal deinen Mund aufzumachen, deine Meinung zu sagen, hättest du dich getraut, einfach das zu tun, was du liebst. Und ja, ich denke, die meisten Menschen, die sterben so einen latenten Tod nach der Geburt. Die lassen sich immer mehr so, oh, und dann, ja, wenn ich in Rente bin, dann mache ich das. Und jetzt ist der einzige Zeitpunkt, um sein Leben zu verändern. Genau jetzt. Und ja, ich denke, wenn man dahin kommt, dass man wirklich sagt, hey, ich kann jetzt sterben, dann ist man glücklich so. Und dass ich, ja, nicht eben mit dieser negativen Behaftung, oh, tot und ich könnte jetzt sterben, sondern nee, ich habe das Leben so genossen und es wäre egal, ich hätte nichts anderes gemacht. Und wenn ich jetzt sterbe, ist auch gut so. Mit dieser Einstellung. Und wenn man dahin kommt, dann wird man wirklich glücklich und frei, denke ich. Und dann kann man den Augenblick einfach genießen. Jo, können einfach sein. Und wer weiß, wie zweitrangig manche Sachen dann sind. So, wie zweitrangig dann zum Beispiel es wird, irgendeinen Wettbewerb zu gewinnen oder der Beste in irgendwas zu sein. Am Ende, Steve Jobs zum Beispiel, gab es, glaube ich, einen ganz schönen Brief von ihm oder so, wo er gesagt hat, am Ende alles erreicht, so geldlich gesehen, finanziell gesehen, und aber er hätte einfach gerne mehr Zeit mit seiner Tochter verbracht oder so. Und dann weiß man, was die wichtigen Dinge sind, so einfach gelebt zu haben und sich nicht irgendwie verbrennt haben für eine sinnlose Sache, sondern gebrannt haben für was, wo einen erfüllt hat. Ja. Und den meisten wird es erst klar, wenn sie irgendwie im Krankenhaus auf dem Sterbebett liegen oder was. Und man könnte auch vorher schon was ändern und nicht immer alles auf die Zukunft verschieben. Das ist ja auch das Paradoxe, was normale Menschen immer machen. So, schieben immer alles auf die Zukunft und sagen, ah, du bist dir nicht abgesichert.
Ich habe gelebt, so ich habe in den 3 Jahren, in den letzten 3 Jahren mehr erlebt als andere in ihrem ganzen Leben. So, ich könnte jetzt auch sterben. So, was soll passieren? So, immer diese Angst und Sorgen. Sich Sorgen zu machen, ist eh total sinnlos. So, was ändert es denn jetzt an der Situation, wenn du dir immer und immer wieder Gedanken darüber machst? Das ändert gar nichts dran. Stell dir immer die Frage, wenn du deine Gedanken beobachtest, ändert es jetzt was an der Situation? Kann ich dadurch jetzt was machen? Oft hat man immer diese Gedankengänge so, aber was denken die dann? Das sind doch alles Annahmen, so, du kannst es nicht sagen, was die denken jetzt. Und selbst wenn, dann denken sie halt schlecht über dich. So. Dieses Sorgen machen ist einfach eine total sinnlose Angewohnheit. Und die muss man sich langsam wieder abgewöhnen. Ja. Und dann kommt man auch dahin, dass man wieder den Moment genießen kann und wirklich offenen Herzen sagen kann, hey, ich kann heute sterben, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Ja. Das sind schöne abschließende Worte. Macht's gut, Leute. Ciao.